Der VfL Pfullingen wird Ihnen präsentiert von Renz Entsorgung, Ihr zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb im Raum Reutlingen und Tübingen. Hallo zum Sport am Montag. Endlich wieder Handball in Pfullingen. Wir waren mal wieder in der altehrwürdigen Kurt-Abb-Sporthalle. Nach dem Saisonabbruch in der dritten Liga Ende Oktober stand für den VfL das erste Spiel in der neu geschaffenen Aufstiegsrunde zur zweiten Bundesliga an. 14 Teams spielen in zwei Gruppen bundesweit um zwei Tickets für Liga 2. Zunächst stehen in der Vorrunde je 3 Heim- und 3 Auswärtsspiele an. Jeweils die ersten 4 der beiden Gruppen ziehen dann in die Playoffs ein. Am ersten Spieltag waren die Brack-Schützlinge spielfrei. Der erste Gegner kam aus der Pfalz, genauer gesagt aus einem Stadtteil von Kaiserslautern. Der TuS Danzenberg mit Coach Steffen Ecker hat seine erste Partie mit 29:27 gegen den TV Willstedt gewonnen und gilt als Mitfavorit auf den Gruppensieg. Doch auch der VfL hat Ambitionen. Die Jungs um Kapitän Lukas List könnten in nur 10 Spielen in die zweite Liga aufsteigen. Da spielte der VfL ja stolze 17 Jahre lang. Und von 2002 bis 2006 war man ja sogar erstklassig. Zurück zur Gegenwart. Personell waren bis auf Robin Keub alle dabei. Auch der frisch gebackene Vater Marc Breckel nach seiner Schulter-OP und die zuletzt angeschlagenen Jabot, Roth und Möck. Wir sind heiß wie Frittenfett, sagte Daniel Brack, der gemeinsam mit Ecker die A-Lizenz gemacht hat, im GEA-Interview mit Kollege Kretschmer. Aber auch das ganze Umfeld in Pfullingen freute sich riesig auf diese Aufstiegsrunde. So, dann lassen wir die Protagonisten mal einlaufen. Wie gesagt, die Gäste hatten ja schon eine Partie und spielten vor ihrem Wechsel in die Staffelmitte ja auch schon gegen den VfL. Vor 2 Jahren in der Südstaffel konnte sich jeweils die Heimmannschaft in 2 Duellen durchsetzen. Da war natürlich die Abhalle bestens gefüllt. Das geht in diesen Zeiten natürlich nicht. Highway to Hell gab's trotzdem. Rund 80 Personen insgesamt, Ordner, Verantwortliche, Presse, alle mussten zuvor einen Schnelltest in den Katakomben der Halle absolvieren. Sportliche Tests konnten die Pfullinger in der Vorbereitung zumindest einige bestreiten und trainiert wurde ja auch. Wir haben ja darüber berichtet, über die Spiele der Aufstiegsrunde berichtet, zudem Sport Deutschland TV in einem Livestream. Alles wird nochmal geprüft nach der langen Zeit und dann geht's los. Pfullingen gegen Danzenberg. Ja, und die Begegnung begann gleich mit einem Aufreger. Gleich beim ersten Angriff trifft zunächst Lukas Fischer zum 1:0 und lag danach am Boden. Viel Aufregung gleich bei der ersten Szene. Fischer, dies schon mal vorweg, konnte weitermachen, doch Jan Clausen durfte nicht mehr weitermachen. Die Schiedsrichter Marvin Czesnik und Jonas Konrad schickten ihn nach 45 Sekunden mit Rot vom Platz. Ganz bitter für die Gäste, Clausen ist zudem einer der Leistungsträger und war beim Sieg gegen Willstedt eine Woche zuvor mit 7 Toren auch bester Danzenberger Schütze. Puh, wie reagieren die Pfälzer? Erstmal mit dem Ausgleich. Julius Rose dreht sich rum um Jabot und dreht die Kugel auch rum um Schlipphack zum 1:1. Übrigens sollte dies sein einziger Treffer im ganzen Spiel bleiben. Der VfL begann also mit Daniel Schlipphack im Tor. Er erhielt den Vorzug vor Simon Tölke und vorne am Kreis wirbelte Alexander Rudi Schmid. 2:1, schönes Anspiel von Captain List. In der Abwehr machte der Routinier dann Platz für Paul Prinz. Ausgeglichene Anfangsphase, der VfL legte zunächst vor und der TuS glich aus. Kurz noch zu den Gruppengegnern. Neben Danzenberg sind noch Krefeld und Hanau aus der Staffel Mitte dabei. Dazu aus dem Süden neben Willstedt noch die bekannten Rivalen aus Heilbronn-Heukheim und Oppenweiler-Backnang. Bösing für Schwarz, Möck für Blau. Nach der Vorrunde spielt man dann über Kreuz mit der Nordgruppe, also Erster gegen Vierter und so weiter. Da tummeln sich unter anderem so bekannte Vereine wie Empor Rostock oder Eintracht Hagen. Das ist das primäre Ziel, also 3 Teams erstmal hinter sich zu lassen. Und das waren die Ballermänner aus dem Rückraum, Robin Egelhof und Niklas Roth.
Im Kasten der Pfälzer steht übrigens mit Kevin Klier ein ehemaliger Bundesligaspieler. Der pariert hier zwar gegen Fischer, doch sonst war er ebenso wenig ein Faktor wie Juniorennationalspieler Luis Vöge, den der TuS kurzfristig vom Erstligisten TVB Stuttgart holte. Erste Parade Schlipphack. Nanzenberg ging dann als erstes Team mit 2 Toren in Führung und der VfL traf knapp 10 Minuten gar nichts mehr. Dann gelang Niklas jüngerer Bruder Mathis der Anschlusstreffer. List mit dem Ballgewinn und dann Fischer raus auf den 19-Jährigen. Der spielte auf links, Breckel blieb auf der Bank. Fast alle Spieler im Kader stammen ja aus dem eigenen Nachwuchs. Gute Viertelstunde rum, diese Fackel kam vom gefährlichsten Gästeakteur von Robin Egelhof. Fischer Möck und rechts außen Christian Jabot. Jetzt lag der VfL wieder knapp vorne. Aufsetzer aus dem Stand von Lukas Fischer. Und da sehen Sie mal die Emotionen nach der langen Pause. Auch auf der Bank bei Co-Trainer Tobias Stoll zum Beispiel. Der VfL spielte sehr engagiert, verteidigte vor allem mit viel Leidenschaft. Prinz schickt Jabot und Peng. Vergangene Runde waren die Eckartstäler ja Zweiter bei Abbruch. In dieser Saison holte man in den 5 Spielen, die absolviert wurden, 6:4 Zähler. Flo zu Rudi und der zum 10:9. Beide spielten ja auch schon in Kornwestheim kurz zusammen. Schmied offensiv einer der besten Kreisläufer der 3. Liga Süd. Aber das ganze Team präsentierte sich schon richtig gut und durch einen 4:0-Lauf konnten sich die Hausherren auf 4 Tore absetzen. Erst pariert Schlipphack gegen Servinski und dann trifft Niklas Roth zum 13:9. Roth bleibt ja trotz Interesse anderer Vereine an der Echerts, wie fast alle anderen übrigens auch und Trainer Daniel Brack ja ebenso. Der sah da noch 2 TuS-Tore, Nils Röller hier nach schönem Rose-Zuspiel und somit hieß es nach 30 Minuten 13:11 gegen das, Zitat Brack im Vorbericht, absolute Top-Team Danzenberg. Unser zweiter Drittligist, die zweite des HBW Balingen-Wallstätten, darf ja nicht aufsteigen und spielt wie berichtet im Ligapokal mit anderen Drittligateams um Startplätze im DHB-Pokal. Hinein in Durchgang 2 und es ging gleich perfekt los. Schlipphack pariert gegen den schon angesprochenen Neuzugang Vöge und dann Flo Möck einmal übers ganze Feld zu Mathis Roth. Und der bleibt erneut cool vor der Hütte und markiert den ersten Treffer nach der Pause. Nico Klein jetzt zwischen den Pfosten und der bekam wenig später diese Fackel von Möck um die Ohren geknallt. Dann die Gebrüder Roth im Zusammenspiel, der 22-jährige Niklas zum 3 Jahre jüngeren Mathis und ab dafür, der VfL baute seinen Vorsprung weiter aus. Auch weil die Abwehr um den Mittelblock Prinz List kompakt stand und jeder konzentriert verteidigte, hier findet mal Raphael Gulden eine Lücke, aber das war die Ausnahme. Nanzenbergs Angriff kam nicht auf Touren. Die Pfullinger Offensive nahm dagegen immer mehr Fahrt auf. Möck erneut erfolgreich. Andere Seite ganz feines Zuspiel von Gulden auf Roller, doch der findet in Schlipphack seinen Meister. Niklas Roth ansatzlos. Er war ja einst schon in der A-Jugend-Bundesliga und später in der 3. Liga enorm torgefährlich unterwegs. Durch eine Schienbeinprellung zuletzt gehandicapt, rechtzeitig wieder fit und dann gleich wieder im Abwehrmodus. Handball mit Leidenschaft hat Trainer Daniel Brack seit seinem Amtsantritt in Pfullingen spielen lassen und die alten VfL-Tugenden wieder aufleben lassen. Ja, und das lebt er an der Linie vor. Sein Vater Rolf war ja früher zu Bundesliga-Zeiten schon erfolgreich am Ruder und ebenso emotional bei der Sache. Die Vertragsverlängerung war binnen kurzer Zeit erledigt. Die Chemie zwischen dem Trainerteam und der sportlichen Leitung um Jörg Hertwig und Armin Gefke stimmt und der Teamgeist stimmt ebenfalls. Ja, und was seine Jungs vor allem im 2. Durchgang auf die Platte zauberten, war vom allerfeinsten. Daumen hoch.
Wir machen einen Sprung. Fischer versenkt vom Punkt. Freude hier. Stattdessen Ratlosigkeit auf der Danzenberger Bank. Da ging nichts mehr zusammen. Auf der anderen Seite erzielten Prinz und Liszt inzwischen auch ihre ersten Treffer und Tölke parierte zudem einen 7 Meter. Brack und Co. kamen aus dem Jubeln gar nicht mehr raus. Gut 6 Minuten noch. Niklas Roth nimmt Maß und stellt auf 28:20 und den nächsten Angriffsversuch der Gäste unterbindet er gleich mal auch noch. So, und jetzt anschnallen. Simon Tölke im Duell mit Gulden. Simon zum ersten und Simon zum zweiten. Hammer. Tölke spielt ja schon mit Konstanz in der zweiten Liga und bildet mit Schliphack ein starkes Gespann. Ein echter Rudi Schmid in Zeitlupe. Kugel versenkt und ab auf die Bank. Applaus, Applaus vom Chef läuft. Dann zeichnete der Kapitän persönlich für Treffer Nummer 30 verantwortlich. Lukas Lucky Liszt ab ins kurze Eck. Liszt übernahm ja die Binde von Micha Thiemann, der ja zum HBW 2 zurückwechselte und dort das Traineramt von André Doster übernehmen wird. Liszt dann zu Schmid, in dieser Phase klappte alles. Möck klaut dann dem Spieler mit dem längsten Namen auf der Platte den Ball, nämlich Theodoros Megaluikonomou und kann sich dann ganz lange auf seinen 6. Treffer an diesem Abend vorbereiten. So, und was der Möck kann, kann der Rot auch, Ball geklaut und dann einmal über die Platte und ebenfalls den 6. Treffer eingetütet. Die 6 Tore übertrafen an diesem Abend nur 2 Spieler. Ja, und diese beiden Treffer haben wir auch noch für Sie. Mathis Roth, 7. Streich zum 34:21. Mathis Roth mit einer ganz starken Vorstellung, das galt aber für alle Jungs in Blau-Schwarz. Und schließlich Robin Egelhof mit seinem 7. Treffer. Ja, und dann war Schluss. Der VfL Pfullingen schlägt den TuS Danzenberg nach einer bärenstarken Vorstellung hochverdient mit 34:24 und setzte damit gleich zum Auftakt ein dickes Ausrufezeichen in der Aufstiegsrunde. Youngster Mathis Roth und Robin Egelhof waren wie gesagt mit 7 Toren die besten Werfer. Flo Möck und Niklas Roth trafen jeweils 6-mal. 34 Buden haben sich die Pfälzer eingefangen, 10 Tore Abstand waren es am Ende und wir haben die Stimmen eingefangen, auf Abstand natürlich. Ich denke, man hat gesehen, wie viel Lust wir einfach hatten, nach so einer langen Pause da aufzutreten und wieder zu spielen. Und das haben alle halt zu 100% aufs Spiel übertragen. Gute Abwehrleistung, wirklich mein Innenblock, Lucky und Paul, richtig gute Arbeit gemacht. Und nachdem wir am Anfang noch ein bisschen Schwierigkeiten im Angriff hatten, haben wir uns auch noch gesteigert und so dann gewonnen. Das war schon eine richtig starke und reife Leistung der ganzen Gruppe, oder? Ja, natürlich. Wir können, denke ich, voll zufrieden sein. Wir haben das umgesetzt, was der Trainer uns die ganze Woche gesagt hat, was wir machen sollen. Das haben wir ganz gut gemacht, denke ich mal. Und dann kommt so ein Ergebnis zustande. Und ich denke, man kann das immer noch höher gewichten, wenn man sieht, wir haben jetzt noch 5 Spiele. Dann ist halt so ein Sieg mit 10 Toren schon ziemlich dankbar für uns. Er muss natürlich eins sagen, dass ihr bester Mann nach der ersten Minute rote Karte hat. Also da muss man die Kirche im Dorf lassen. Wenn der mitspielt, sieht es nochmal anders aus, denke ich. Aber wir haben insbesondere zweite Halbzeit natürlich Vollgas gegeben, Tempo-Gegenstöße rausgearbeitet und dann die Chancen im Gegensatz zur ersten Halbzeit auch entsprechend genutzt, sodass es dann ein Torepolster gab. Ich sag mal zum Schluss ein paar Tore zu hoch, muss man ganz einfach sagen. Auf jeden Fall, ja, das hat uns in die Karten gespielt. Aber ich glaube, wichtig war, dass wir einfach unsere Motivation und die Spielfreude heute gezeigt haben. Und ich denke, das ist auch ganz wichtig neben der taktischen Einstellung von Dani. Ja, ich meine, wir trainieren ja auch 3-mal die Woche und natürlich freut es mich, dass ich heute eine gute Leistung abrufen konnte, aber wichtiger ist, dass wir als Team heute gewonnen haben und direkt zum Auftakt die 2 Punkte mitnehmen. Die Lust in Pfullingen war einfach da, das richtig zu bestrafen, dass wir dann viele dumme Sachen gemacht haben und eigentlich dann auch zu Recht so hoch verloren haben. Und dann waren die Emotionen ganz klar auf Seiten von Pfullingen, wir haben das nicht mehr geschafft, uns dagegen zu stemmen, haben unseren Plan verloren. Und dann ist Pfullingen natürlich genau die Mannschaft mit diesem Spiel, das sie pflegen, das solch eine schwache Leistung einfach auch bestraft. Also ich glaube nicht, dass es an der Vorbereitung gelegen hat. Ich finde, wir haben erste Halbzeit waren wir schon im Spiel. Sagen wir bis 20., 22., 23. geraten wir, glaube ich, zum ersten Mal in Rückstand dann richtig.
War auch schon eine Phase, wo wir nicht ganz so das mehr gemacht haben, was wir wollten. Zweite Halbzeit fängt eigentlich auch sehr schlecht für uns an, ja, wo wir wieder 2, 3 schnelle Tore bekommen. Und dann war es viel zu wenig. Dann war es einfach zu wenig. Ja. Irgendwo ein Aufgeben dann auch hinten raus. Und das darf uns natürlich nicht passieren. Aber man muss auch sagen, es sind nur 6 Spiele. Und deshalb darf man sich wegen einer Niederlage jetzt auch nicht allzu verrückt machen, weil es muss ja dann weitergehen. Und das müssen wir ausbügeln jetzt. Und zwar klar, dass Pfullingen wahrscheinlich die schwerste Aufgabe sein wird in Pfullingen, weil wir in den letzten Jahren einfach nie gut gespielt haben. Das haben wir uns schon vorgenommen, besser zu spielen. Hat nicht funktioniert, muss sich auch jeder die Kritik anhören, berechtigte Kritik von allen Seiten, egal ob das die Zuschauer waren, jetzt wir als Trainerteam. Der Verantwortliche, das muss man nach dem Spiel. Und, aber trotzdem, jetzt wollen wir natürlich zu Hause gegen Krefeld wesentlich besser spielen und dann wieder unsere auch Ansprüche, die wir natürlich haben, dann untermauern. Aber das war heute schon ein sensationeller Auftritt von uns in allen Bereichen. Ich bin mit allen Mannschaftsteilen extrem zufrieden. Was wir im Tempospiel gemacht haben, war dem Gegner überlegen, was wir in der Abwehr uns vorbereitet haben. Es hat auch tatsächlich gefruchtet. Wir hatten sicherlich Glück, dass mit Jan Clausen der beste Danzenberger recht früh mit einer roten Karte ausgeschieden ist. Das hat uns sicherlich ein Stück weit auf unserem Weg gestärkt. Und trotzdem muss man sagen, wir haben heute einfach einen sensationellen Auftritt geliefert. Das war heute großer Handball, wenn man es übersetzt aus dem großen Tennis. Das hat heute schon auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, diese Euphorie in diesem Team zu sehen. Beide Teams treffen im nächsten Spiel auf Krefeld, der VfL am kommenden Samstag auswärts. Der TuS ist jetzt spielfrei und hat dann die Krefelder zu Gast. Die haben übrigens bislang 3:1 Punkte. Von Jörg Hertwig gibt es vielleicht noch 3 € ins Phrasenschwein für die Kirche im Dorf. Und von uns gibt es noch mal einen ausführlichen Nachschlag zum Paukenschlag der Pfullinger in dieser Woche. Ihnen einen guten Start. Tschüss aus der Abhalle. Der VfL Pfullingen wurde Ihnen präsentiert von Renz Entsorgung, Ihr zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb im Raum Reutlingen und Tübingen.